Joke und so weiter. Cytec X52 Pro. Das ist ein Joystick und Schubregler. Und jetzt habe ich ja leider also die Sichten verändert. Das machen wir jetzt nochmal kurz. Hier ist die 8. Und dann machen wir die 9 hier drüben, ne? Da ist noch gleich einer gestartet. So. Und womit fliegst du? Fliegst du auch mit Joke? Wenn du magst, kannst du gerne mitfliegen. Ausrufezeichen Tour. Wir haben aktuell unsere Tour. Wenn es nicht rumspacken tut. Das, was ich jetzt hier mache, da musst du zuerst in den Fliegeroptionen die Sichten ändern. Ich kann dir das kurz zeigen. So, dann nehmen wir hier 8. Nein! Dann nehmen wir... Nee, nicht zurück. Runter. Und das ist 9, das ist 8. Nein. Und dann haben wir hier 7. Und dann gehen wir hier... Noch kurz den und dann passt das auch. Alles klar. Ah, du rüstest dich ziemlich für Airline, also für Flugzeuge aus. Ich bin ein Real-Life-Hubschrauberpilot. Ich liebe es, Hubschrauber zu fliegen, aber auch so die großen Airliner. Deshalb fixe ich mich nicht auf einen Joke oder weitere Add-ons. Ich habe jetzt diesen Cytec X52 Pro seit über 15 Jahren, sage ich jetzt mal, wo ich schon mit diesem on the way bin. Okay, ja, noch kurz diese Cam Family, tut mir leid. Und dann zeige ich dir das kurz, wie du die Sichten ändern kannst. Also so jetzt wie hier. Ja, wir haben jetzt auch noch was getestet. Die Gate-Position. Mal gucken, ich habe jetzt mal eine angegeben. Ich habe mal eine angegeben jetzt. Little Land, thank you. So, machen wir das noch. So. Gehen wir hier. So, und dann gehen wir kurz in die Pause, weil der macht Line-Up, aber das auf der Left. Ah, das auf der Left. Alexis. Okay. Du hast hier. Gehen wir Flight Simulator, gehen wir Flight Simulator und dann sind wir hier im offiziellen Flight Simulator Ordner, ne? Ja, EC135 habe ich. 145 Payware habe ich noch nicht, aber kommt dann auch bald. Aber ich warte noch auf die offiziellen nächstes Jahr dann. Wie gesagt, du bist hier im Flight Simulator Hauptordner, dann gehst du auf Official, On Store. Dann hast du hier alle Flieger. Zum Beispiel hier gleich den A320 Neo, also den Standard. Dann klickst du hier auf den Flieger und dann hast du hier Sim Objects, Airplanes, Asobo und jetzt hast du dieses Panel. Jetzt kannst du hier auf Kameras gehen. Kameras, klickst auf Kameras und jetzt kommt ein Text-Datei. Und jetzt musst du nicht vieles ändern. Jetzt gehst du einfach runter. Es ist ganz übersichtlich. Hier hast du Kamera Definition 0. Das ist der Pilot.
Das heißt nichts anderes, was wir hier jetzt gleich haben. Wenn du hier auf Kamera gehst, das Pilot entspricht diesem. Komm jetzt. Vorführeffekt, ich sag's euch. Vielleicht geht's danach, aber es wäre jetzt da diese Position, ne? Air Italia landet. Jetzt drückt ihr ihn runter. Ah, es kommt gut, es kommt gut. Das ist A320, ne? Und wir haben Touchdown. Sehr schön. Ja. Happy Flight, clip for takeoff, Lufthansa. Wie gesagt, das wäre dann diese Kameraposition, Pilot. Und jetzt gehen wir hier Close Pilot, das ist dann näher von den Instrumenten. Und was man ja fast nicht braucht, noch nicht, die sind ja in Bearbeitung, das Co-Pilot. Sie kommen jetzt dann bald mit dem Co-Pilot. Kannst du hier den Co-Piloten ändern oder du kannst den Landing Pilot ändern oder was auch immer. Das Einzige, was du ändern musst, ist die Initial X-Ray Yankee Zulu. Das kannst du auf diese Zahlen abändern. Das habe ich auch abgeguckt. Ich weiß nicht mehr von wem. Kannst du diese Zahl eingeben und dann kannst du das Ganze speichern. Es geht rein nur um dieses, um diese Zahlen. Das sind verschiedene Faktoren, wo sich dann die Kamera befinden soll. Hier bei der A320 sind es natürlich andere Zahlen als die, die jetzt steht, und du kannst es mit diesen Zahlen ergänzen. Das Einzige, was dann passiert, dass du dich dann eigentlich in der freien Sichtkamera, komm jetzt, Flight Simulator, wirklich, jetzt geht's. Jetzt, wenn ich hier auf Co-Pilot klicke, dann wächst der hier hin. Und das ist das Einzige, was ich geändert habe, damit er hier aus der Kabine flutscht, sozusagen. Ne? Und jetzt sind wir außerhalb der Kabine und jetzt kannst du ganz normal deine Kamera, Cockpit-Kamera, Geschwindigkeit, freie Sicht, stellst du auf 100% und dann kannst du deine Kamera rumfahren, sozusagen. Und so jederzeit deine Position, deine Kameraposition. Wenn du so, nee, ich will dieses Bild, dann kannst du diese Position abspeichern. Wo speicherst du das hin? Das ist alles ganz einfach. Gehst du auf Steuerung, dann gehst du auf Tastatur und es sind nach mir 917, da. Die benutzerdefinierte Kamera. Kannst du speichern und dann laden. Und die kannst du beliebig bei jedem Flugzeug, Hubschrauber, was auch immer, so ändern. Und jetzt habe ich ein weiteres Vilitorial. Das ist cool. Eine Stunde 10. Muss ich aufschreiben. Genau. Dankeschön, gerne, gerne. Dann kannst du hier Pilot eingeben, Ausrufezeichen Pilot, und dann kommt ein Link und diesen Hubschrauber. Und dann gucken wir, ob wir. Das ist noch alles super. Runway. Ah, ist free. So. Wir sind wieder im Cockpit. Oh, vielen Dank, Petze, soweit. Chagai, Chagai, give thanks to Cha. So, wir nehmen Standard QNH.